Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, heute wieder von der YouTuber-Insel, Leute. Wie euch wahrscheinlich jetzt schon aufgefallen ist, mache ich heute ein Video ohne Facecam, Leute. Vielleicht hört ihr es schon ein bisschen raus, ich bin ein bisschen krank geworden, aber ich wollte mich nicht lumpen lassen. Minecraft geht immer, dachte ich mir, aber heute mal ohne Facecam. Ich hoffe, es stört nicht zu sehr. Ab dem nächsten Video geht es natürlich wieder mit Facecam weiter, wenn es mir besser geht. Und ja, lasst auf jeden Fall jetzt schon mal eine positive Bewertung da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um kein einziges Video zu verpassen, Leute, weil heute ist wieder was extrem krasses passiert. Ich war jetzt wieder irgendwie anderthalb Tage nicht auf der Insel drauf und es sind wilde Sachen passiert. Auf jeden Fall, ich wurde gut hops genommen und das ist auf jeden Fall alles eskaliert hier, Leute. Und ich brauche euch in den Kommentaren als Unterstützung. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, um zu erfahren, was passiert ist. Wir werden heute natürlich auch was Gutes tun und hier positive Vibes verbreiten. Bleibt, wie gesagt, bis zum Ende dran, um alles mitzubekommen, Leute. Viel Spaß bei dem Video. Hallo? Oh. Moin. Gambo. Alles klar? Ja, muss. Ich hätte mal eine Frage, Gambo. Ja. Der Finski, ist der bei euch? Was meinst du mit bei uns? Bei uns, ja, in der Gruppe? Ja, Prank-Piraten da. Boah, der hat mal eine Bewerbung gestellt und der hat auch eine Aufnahmeprüfung gehabt, aber kurz nach der Aufnahmeprüfung haben wir Informationen erhalten, dass er mit dem Gedanken spielt, uns, sag ich mal, zu backstabben. Deswegen ist das alles noch in der Schwebe. Aber also offizielles Mitglied ist er nicht, nee. Nee, weil ich such den Jungen. Warum? Was hat er? Hat er Stress am Hals? Wenn er meine Sachen zurückgibt, dann hat er keinen Stress. Nein, hat er die Sachen abgezogen? Der hat TNT geklaut. Oh. Also woher weißt du, dass er das war? Ich weiß es, sagen wir es mal so. Okay. Scheint eine sichere Quelle zu haben. Und ich würde das gerne wiederhaben. Ja, nee, absolut nachvollziehbar. Ja, dann solltest du das auf jeden Fall mit dem klären, weil wir haben auf jeden Fall auch noch ein Hühnchen mit dem Mann zu rupfen. Weil wir haben wirklich extern ganz wilde Sachen erfahren. Das ist, das geht so nicht klar. So, vor allem am selben Tag, wo diese Aufnahmeprüfung war. Elina hat sich wirklich dreimal im Kreis gedreht. Oh, sehr interessant. Finski ist ziemlich sprunghaft. Ja, der ist ganz wild unterwegs gerade. Mhm. Der Mann ist auf drei Hochzeiten am Tanzen. Ja, verstehe. Gut zu wissen. Gut, dass alles klar, gut, ich werde ihn suchen. Mach das. Dann pass auf dich auf. Jo, du auch, wir hören uns. Ciao. Leute, Finski hat das TNT einfach geklaut. Ich kann das alles nicht mehr. Der meint wahrscheinlich das TNT. Mann, hätte ich doch korrekt zurückgeben sollen. Weil ich meine, ich bin ja nicht dumm. Ich kann mir schon denken, dass das hier das geklaute TNT ist. Weil Finski hat uns das TNT ja gegeben. Elina hat einen Stack bekommen, Ben hat einen Stack bekommen und ich habe einen Stack bekommen. Als kleines Bonus für seine Bewerbung. Deswegen denke ich mir so, ja komm, aber ne, Geschenke gibt man ja für gewöhnlich nicht weiter. So. Und an solche Regeln muss man sich auch halten. Ne? Man verschenkt nichts weiter, was man selber geschenkt bekommen hat, auch wenn es jetzt, gestohlen war. Aber Leute, andere Sache, schaut euch das mal an. Von Flauschi für Gambo. Und da wir uns gerade in der Weihnachtszeit befinden, sind die ganzen Chests hier auf dem Server auch automatisch Geschenke, auch wenn da nichts drin ist. Aber hier, Leute, ist was drin. Schaut euch das an. Hellblauer Trockenbeton. Mein Zweitlieblingsblock, weil wenn der jetzt nicht trocken wäre, dann wäre es mein Lieblingsblock. Aber zwei Dias, ja, nehme ich auf jeden Fall mit, auf Schmackofatz-Basis. Aber ich habe hier gar keinen Platz im Inventar. Ich muss hier mal ein bisschen Müll beiseite schaffen. Das, komm, alles weg damit. So, jetzt haben wir mal wieder ein bisschen was sortiert, Leute. Mann, hier sind schon wieder Dementoren unterwegs. Ja, ich bin, wir sind gerade, das Versuch haben wir ja fertig, mal, ob du das gesehen hast. Bitte, hört ihr das? Mit dem Wasser, ja, ist komplett alles trocken jetzt. Ja, schön. Muss ich eigentlich, wollte ich dir anbieten. Ja. Müsste ich noch mit Erweis drüber quatschen. Was hältst du davon, wenn du ein Grundstück bei uns kriegst und so ein Haus bei uns baust? Ja, aber ihr müsst, bei euch baut man ja mit diesem türkisenen Holz, oder? Alles mögliche, aber das kann ich alles besorgen. Ah, okay, cool, weil ich habe keine Ahnung, wo das herkriegt. Aber das Holz kriegst du aus dem Nether. Oh. Leute, wir stehen vor. Moin. Moin. Hallo. Alles klar? Ja, bei dir? Ja, auch. Wir haben nur dein Haus angeschaut. Das fühlt sich sehr unangenehm an irgendwie. Nee, passt. Alles gut. Könnt ihr euch gerne anschauen. Ist ein super Haus, finde ich. Ja, ist echt geil.
Habe ich auch nicht selbst gebaut. Ja, wissen wir. Nee, aber ja, Amir klingt cool eigentlich, ja. Ja, komm mal mit. Komm mal mit zum Loch. Leute, recht dazu. Wartet mal. Ich kann euch mal was zeigen, was ich hier Schönes gebaut habe. Ich kann ihn nicht hören. Ich kann ihn immer noch nicht hören. Die müssen doch irgendwo am Rand unterwegs sein. Als ob die jetzt mittendrin quatschen. Warum soll Russik ein Grundstück bei den Wasserkriegern bekommen? Habe ich irgendwas verpasst? Alles klar. Wir gehen wieder auf unsere ursprüngliche Mission, Leute. Ja, hier ist ein Riesenloch. Wait, yo, was denn hier passiert? Okay, Leute, ich habe es leider nicht geschafft, bei denen dran zu bleiben. Die scheinen wahrscheinlich in der Mitte vom Loch zu sein. Und darunter will ich ehrlich gesagt nicht. Das war gerade schon übersass, dass ich da überhaupt ein bisschen zugehört habe. Also wenn ich jetzt die Information richtig verarbeitet habe, bekommt Russik von Amir einen Bauplatz im Wasserloch. Leute, ihr müsst auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben, warum, wieso, weshalb. Also ist er jetzt bei den Wasserkriegern? Ist das mir entgangen? Leute, ihr müsst wissen, wir sind gerade zwischen den Feiertagen irgendwie. Und das ist hier alles drunter und drüber. Ich weiß nicht mehr, wo vorne und hinten ist, was doch genau aktuell ist. Das heißt, ihr seid gefragt, Leute. Ihr müsst in die Kommentare schreiben, was genau jetzt gerade abgeht. Was hat Amir mit Russik zu tun? Warum kriegt er da unten einen Bauplatz? Raff ich nicht. Gut. Wir nehmen hier noch die wichtigen Sachen mit, Leute. Hier so das Holzzeug sind wir natürlich dankbar, aber lassen wir drinne. So, Ehrenfrau Flauschi auf jeden Fall, dass wir noch ein Weihnachtsgeschenk bekommen haben. Perfekt zur Weihnachtszeit. Vielen, vielen Dank dafür. Ich werde auf jeden Fall mich nochmal bei ihr melden. Aber da sie jetzt gerade nicht auf dem Server ist, kann ich mich natürlich nicht persönlich bei ihr melden. Das heißt für mich, ich werde jetzt ein Geschenk fertig machen. Ich habe es ja letztens schon im Video gesagt, dass ich gerne ein paar Vorschläge von euch in die Kommentaren hätte, was ich ihr denn schenken kann, weil sie mir schon öfter was geschenkt hat. Ich habe ein Haus von ihr bekommen, ich habe zwischendurch einfach mal so Geschenke bekommen, ich habe so ein Vorweihnachtsgeschenk bekommen und Flauschi ist da immer sehr, sehr hinterher und ich will mich jetzt auch mal hier ein bisschen Dankbarkeit zeigen und auch mal ein heftiges Geschenk zurückgeben. Leute, dafür gehen wir jetzt erstmal in die Base, also in die alte Base und schauen mal nach, ob wir da noch irgendwas Nützliches finden, irgendwelche Bücher oder so, die sie gebrauchen kann. Und dann... Hä? LOL! What the... Das ist übel Schrott alles oben! Irgendjemand hat mein Haus weggesprengt! Guckt euch das an! Die halbe Kiste ist auch weg! Hier war übertrieben viel Stuff drin! Mein Kartoffelfeld. Warte mal. Meine ganzen Kartoffeln sind weg. Nur noch das bisschen ist übrig. Mich dreht im Kreis. Was, warte, wie random, warum sprengt man einfach so, ohne irgendwas zu... Überlegt es euch nächstes Mal zweimal. Was? Ach, überlegt. What the... Was euch zweimal überlegen? Hä, haben wir Stress? Ja, okay, wir hatten ein bisschen Stress mit Ente, aber Ente hat doch eine andere Ente geschenkt bekommen. Wir haben doch... Ach, Mann. Ja, Bro, das... N und B ist nebeneinander auf der Tastatur. Kann sein, dass man sich random verschrieben hat, aber das muss doch Alphastein sein. Alphastein ist derjenige, der auch nicht schreiben kann. Ich meine, ich kann es auch nicht, aber er hat zugegeben, dass er auch übertrieben viele Rechtschreibfehler macht. Schaut euch das an. Leute, mein Haus wurde einfach gesprengt. Haus wurde gesprengt. Ich habe eine Drohnachricht bekommen, wie zweimal überlegen. Boah, der hat so Glück, dass die Prank-Piraten gerade nicht da sind. Mann, oh mein Haus, das Gambo-Gaming-Haus. Leute, das können wir so nicht stehen lassen. Das ist ja Quatsch. Meine gesamten Kartoffeln wurden geraubt. Die gebratenen und die ungebratenen auch. Okay, zum Glück haben wir eben Amir dieses ganze TNT nicht wiedergegeben. Leute, es wird auf jeden Fall eine TNT-Rache geben. Mann, ey. Ich muss jetzt wissen, wer das war. War das Ente? Aber wir haben Ente letztens erst diese Ente da gebaut. Der hat sich voll gefreut, dass er jetzt endlich eine Freundin hat. Und jetzt, als ob er dann random einfach am Abend noch mein Haus sprengt und dann so ein Schild da aufstellt. Was soll ich mir überhaupt zweimal überlegen? Ich dachte, mit Ente ist wieder alles gut. Und mit Alphastein, habe ich mit Alphastein in letzter Zeit Stress gehabt? Ich weiß es gar nicht. Nee, ich denke nicht. Ich denke, das war Ente. Es muss Ente oder Alphastein gewesen sein. Vor allem, es muss Ente oder Alphastein gewesen sein, weil der Alpha-Clan hat sich bei mir die ganze Zeit... Also, es haben auch Leute geschrieben, dass der Alpha-Clan nicht existiert, aber ihr wisst, welche Leute ich damit meine.
dass Ente und Alphastein sich immer an meinen Kartoffeln bedient haben. Und dafür habe ich Ente letztens ein paar Hits mitgegeben. Aber das war alles noch im Rahmen, Leute. Der besprengt einfach mein Haus weg. Warte mal, vielleicht finde ich irgendwo ein paar... Ich muss einmal in die Ente rein, Leute. Vielleicht finde ich gleich ein paar Spuren. Ich werde jetzt auf jeden Fall die Kisten checken. Wo ist mein Wassereimer? Ich werde jetzt auf jeden Fall die Kisten checken gehen, um zu schauen, ob, ob der jetzt wirklich so dumm war und die Kartoffeln da reingelegt hat. Okay, das sieht noch sehr sauber aus. Das auch, das auch, das auch. Okay, so dumm scheint Ente schon mal nicht gewesen zu sein. Warte mal, was ist hier drin? Buch und Feder. Oh, was wurde da geschrieben? Rinski, frohe Weihnachten, mein kleiner Freund. Okay, komm, lassen wir drin. Wobei ja Finski hier auch nicht mehr wohnt. Finski hat ja jetzt hier mehrere Stressfaktoren am Hals, ne? Der hat ja jetzt nicht nur uns so ein bisschen gebacksteppt, der hat ja jetzt auch irgendwie Amir Sachen abgezogen und so. Das sieht hier alles nicht ganz rosig aus. Und ich finde auch, also das muss ich Elina auch sagen, dass wenn Finski jetzt bei uns einsteigt, wenn wir dem jetzt verzeihen sollten und er doch bei uns einsteigt, dann haben wir ein dickes Problem, weil dann haben wir nämlich die Wasserkrieger am Arsch. Und das, Leute, wollen wir auf jeden Fall nicht. Okay, ich habe jetzt schon mal keine eindeutigen Beweise. Ich muss auf jeden Fall erstmal ein paar Kartoffeln zählen. Das ist ja alles quatschig hier. Vielleicht ist... Oh, in den Ofen sind noch die Kartoffeln drin. Ja. Der oder diejenige war auf jeden Fall nicht schlau genug, um alle Öfen zu checken, um mir die ganzen Kartoffeln abzuziehen. Okay, Leute, wir müssen gleich eine Bestandsaufnahme machen. Das ist ganz wichtig. Habe ich hier sonst noch irgendwas Cooles drin? Eine Truhe können wir mitnehmen. Ja, das heißt Quatsch. Das ist größtenteils auch alles Quatsch. Wir können hier, da, das ist noch was Wertvolles. Ah, hier ist mein Fernrohr. Das sollte ich mal behalten. Hier ist sonst, aber ja, okay, ein Slimeball können wir mitnehmen. Ein Axolotl haben wir. Das können wir auch mitnehmen. Was für eine Farbe hat das Ding? Okay. Was haben wir hier unten? Nichts mehr. Was haben wir hier? Ist auch alles Quatsch. Wohl Holz. Können wir auch mal mitnehmen. Alles klar, Leute. Wir haben jetzt erstmal die ganzen wichtigen Sachen von hier geschnappt, dass hier nichts mehr hops gehen kann. Den Amboss würde ich vielleicht noch mitnehmen. Dafür muss ich aber irgendwas wegwerfen. Ja, komm, Deep Slate werfe ich weg. Dann müssen wir uns wohl von dem Gammo Gaming Ding hier verabschieden. Aber Leute, es wird auf jeden Fall Krieg geben. Ich sag euch ehrlich, das wird dick Krieg geben. Gegen Ente oder sonst wen. Also überlegt es euch ein zweites Mal. Das ist so, keine Ahnung, aber mit Ente haben wir uns auch öfter angelegt. Das ist hier alles quatschig. Ich kann das alles nicht mehr. Irgendjemand will sich auf jeden Fall dickfett mit uns an. Vor allem, es wurde euch gesagt. Und wenn er mich mit euch anspricht, meint er auf jeden Fall die Prank-Piraten. Das heißt, die Message geht nicht nur an mich, sondern an uns alle drei. Und wenn die anderen meinen, das erfahren und wir jetzt nochmal was Neues planen, dann kracht es auf jeden Fall. Ich werde auf jeden Fall eine Krisensitzung einberufen. Sage ich euch, wie es ist. Dann kracht's. Die Kiste haben wir hier. So. So, wir dürfen uns jetzt nicht von unserer ursprünglichen Mission abbringen lassen. Leute, wir haben hier noch mehr Kartoffeln. Okay, das ist unsere eiserne Reserve an Kartoffeln. Das Wichtige ist, dass die rohen Kartoffeln nicht komplett vernichtet worden sind. Das heißt, wir können uns wieder aufbauen, Leute. Das ist ganz wichtig. Und die werden wir uns jetzt auch erstmal direkt in der Ender Chest saven, dass uns die Dinger gar nicht hops gehen. So, bam. Das kann auch weg, das Müll. Pack. Bisschen Essensreserve packen wir hier auch rein. So, harte Reserve mäßig. Jetzt nehmen wir uns aber ein paar Sachen hier und werden ein schönes Geschenk basteln. Ein sehr schönes Geschenk für Flauschi. Weil Flauschi hat uns immer geholfen, Leute. Und ich will mich jetzt nicht von meinem Prank, also von dem Prank hier oben oder in Anführungszeichen Prank, die haben da einfach nur weggesprengt, mich aufhalten lassen. Das tun wir nicht. Wir gehen jetzt zum Toilettenloch und hinterlassen für Flauschi erstmal eine kleine Nachricht. Oh, hier ist eine richtige Stadt unten, ne? Das ist schon crazy. Wir haben das echt sehr schön gemacht. Müsste nur wissen, wo Flauschi wohnt. Oh, das Haus sieht aber ganz schön kaputt aus, ey. Leute, wir haben es geschafft. Flauschis Haus, nicht Bens. Das hört sich sehr nach Flauschi an. So, wo packen wir es denn am besten hin? Hier. Die hat es echt gemütlich hier. Und das sieht so aus wie mein Haus. Die hat mein Haus einfach kopiert. Spaß, Leute. Flauschi hat mir das Haus geschenkt. Wir packen jetzt erstmal so... Wir werden heute so ein richtiges OP-Geschenk verschenken. Wir packen Axolotl in die Mitte. Dann gibt es das hier. Dann das hier. Dann das hier. Dann das hier. Dann wieder das hier. Und das hier.
Ich denke, das ist doch ein starkes Geschenk. Ich denke, das sieht ästhetisch auch super aus. Also ich finde es stark, Leute. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Ich habe hier auch extra mehr Dias reingepackt und ein Axolotl. Ich denke, dann hat sie auch etwas, worum sie sich kümmern kann. Das ist Verantwortungsbewusstsein. Das ist ganz, ganz wichtig in dem Alter. Leute, wir brauchen jetzt aber noch ein Schild. Dafür brauche ich Holz und das habe ich jetzt leider nicht dabei. Da müssen wir uns wieder was mopsen. Da kommen wir nicht dran vorbei. Aber hier ist nichts. Wohnt hier überhaupt jemand drin? Wohnt Flauschi überhaupt hier? Ich habe so ein bisschen meine Zweifel gerade. Okay, die haben ja hier so ein Kistenlager. Wenn ich da jetzt ein Holz rausnehme, da wird sich doch keiner beschweren, oder? Hoffe mal nicht. Da. Zack. Da haben wir doch unser Schild. So, jetzt wieder zurück zu Flauschi und erstmal eine Nachricht hinterlassen. Kleines Geschenk für HD. Ah, nee. Es passt nicht mehr ganz rein. Ich muss in die nächste Zeile. Lass mich in die nächste Zeile, es klappt nicht. Oh. Kleines Geschenk für Flauschi HD. Ne, XX Flauschi HD XX. Yeah. Von Ich habe meinen eigenen Namen falsch geschrieben, Gambo. Yeah. Leute, schaut euch das Geschenk nochmal an. Wie viele Dias sind denn das? 3, 6, 9, 12 plus 4. Das sind 16 Dias. Die schallern anders rein. Boah, ich hab grad übelst geschielt. Habt ihr das gesehen? Ich schiele. Mein Skin guckt voll komisch, merke ich gerade. Warum hat mir das nie jemand gesagt? Okay, Leute, dann würde ich auf jeden Fall sagen, lasst eine positive Bewertung da, falls euch das Video gefallen hat. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, um kein einziges Video mehr zu verpassen. Das ist ganz, ganz wichtig, Leute, weil jetzt wird es auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Mein Haus wurde ja gesprengt, ihr habt es gesehen. Da wird es auf jeden Fall noch fett Beef geben. Und wir müssen uns natürlich auch rächen. Das heißt, schreibt es in die Kommentare rein, Leute. Ganz, ganz wichtig. Was für ein Rache-Prank oder was für eine Rache soll es geben? Wer war das? War es Ente? War es der Alpha-Clan? War es Alpha-Stein? War es doch jemand komplett anderes? Übersehe ich etwas? Ihr seid da die Experten, Leute. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare rein. Ich bin sehr gespannt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.